Einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte diese Woche das Projekt starten, dass ich jeden Tag vlogge und es dann eventuell auch innerhalb von einer Woche täglich dann ein Video hochlade. Das muss ich mir mal noch überlegen. Heute ist, ich glaube, der 17. Und ihr seht, ich bin gerade in Osnabrück. Ich bin nämlich noch mitten im Umzug und ich dachte, es ist vielleicht auch ganz lustig. Ich fahre nämlich morgen zum Beispiel wieder nach Leipzig. Ich nehme euch heute mit. Es ist noch recht zeitig, seht ihr auch da, in wahrscheinlich verkehrt rum, keine Ahnung. Ich werde jetzt demnächst, also ich glaube, wir haben echt keinen Zeitstress, den Kai in den Kindergarten bringen. Und dann muss ich mal gucken, was ich da mache, weil ich habe eigentlich noch einiges so zu tun. Und habe im Prinzip nur heute Vormittag und morgen Vormittag. Also ich habe gestern dem Kai die Haare nochmal geschnitten und zwar diesmal komplett halt Seiten auf 9 mm gemacht und hinten und nur oben dann noch halt so gelassen. Ich finde es so süß. Er sieht jetzt nochmal viel, viel älter aus. Und wir haben immer noch ultra viel Zeit, bis wir los müssen. Dadurch, dass der Karl aufgewacht ist, bevor mein Wecker geklingelt hat. Hallo. Mhm. Hallo. Hallo. Mhm. Ja, ganz, ganz exzellent. Ich blende euch eben ein, wie voll das Auto jetzt ist. Also was schon drin ist. Ich habe gerade noch den Kinderwagen reingepackt und ich hatte einfach so vergessen, dass der Kinderwagen noch hier ist. Dementsprechend ist jetzt schon wieder mein ganzer Plan kaputt. Also ich weiß definitiv, dass ich meine Winterreifen nicht mit fortkriege. Die muss Philipp dann mal noch bringen. So, ich zeige euch jetzt mal, was jetzt noch mit muss. Und zwar die Kofferraumabdeckung, dann die Wanne vom Kofferraum hinten. Die Fußmatten müssen mit. Eigentlich auch der Tragesitz. Dann steht hier dahinter sind noch 1, 2, 3 Kisten. Die müssen eigentlich auch mit. Dann besitze ich, wie ihr da seht, zwei Nähmaschinen. Die müssen eigentlich auch noch rein. Dann ist hier hinten irgendwo. Moment. Diese Kiste hier muss ich noch komplett durchsortieren und davon, also da, was meins ist, da noch raussortieren. Dann die große Kiste mit den Weihnachtsbaumkugeln und der Weihnachtsbaumständer muss noch mit. Und ich wette, ich habe hier noch ganz viel vergessen. Also ich packe jetzt erstmal ein, was wirklich Priorität hat, beziehungsweise was erstmal groß und sperrig ist und guck dann, wie es aussieht. Ey, das wird schon wieder... Nix. Also wenn ich das jetzt schon wieder sehe, ich kriege definitiv nicht alles fort. Philipp kommt im September auf jeden Fall mal nach Leipzig, um auf Karl aufzupassen. Beziehungsweise halt, also ich habe einen Termin, da kommt Philipp halt her und passt in der Zeit auf Karl auf. Und dann, also das ist dann kurz vorm Wochenende. Und was dann an dem Wochenende passiert, ob da Philipp mit Karl irgendwo hinfährt oder was da so der Plan ist, steht jetzt noch gar nicht fest. Aber auf jeden Fall kann er da meine Winterräder auf jeden Fall mitbringen. Das haben wir auf jeden Fall gesagt. Und vielleicht halt noch irgendwas anderes, was ich jetzt nicht fortkriege. So, also das Auto ist jetzt weitergepackt. Die Sache ist, dass ich ja das Reisebett von Karl, dann unsere Reisetasche und Karls Stuhl morgen wieder mitnehmen muss. Und ich so das Gefühl habe, dass ich jetzt gerade noch genug Platz dafür gelassen habe und mir halt nicht reingeht. Das heißt, ich habe nämlich auch noch Dinge gefunden, an die ich gar nicht mehr gedacht habe. Und ich weiß, dass auch noch Sachen im Keller sind. Also... Sachen, von denen ich genau weiß, also wie zum Beispiel halt diese drei Kisten und das Weihnachtszeug und so, aber Sachen, wo ich weiß, dass ich da halt noch übelst durchsortieren muss und das ist halt echt jetzt nicht so geil. Also, mir ist gerade aufgefallen, dass ich die ganze Zeit den Ort gesagt habe, also die Stadt, wo ich hingezogen bin und das eigentlich nicht sagen wollte. Erstmal. Ich werde jetzt mal zum Penny gehen, also zu Fuß, das ist wirklich nicht weit. Ich habe mir nämlich... letzte Woche, also am Freitag, in Piep beim Penny eine Pfanne gekauft, die ich wunderschön fand. Ich habe schon zwei Pfannen und da jetzt habe ich mir noch so eine große Tiefe, also nicht wie ein Wok, aber halt eine größere Pfanne gekauft. Also drei Pfannen habe ich jetzt. Ich habe aber noch keinen Herd, aber ist egal. Und das habe ich Philipp so erzählt und er meinte so, ja, und hast du dir auch gleich noch Töpfe dazu geholt? Ich dachte mir so, scheiße, wieso bin ich so dumm? Dann habe ich wieder alles, was nicht zusammenpasst. Deswegen gehe ich jetzt hin und hoffe, dass die hier, auch wenn das 400 Kilometer weg ist, dieselben Töpfe und Pfannen bei Penny haben und ich mir dann einfach noch schnell ein paar Töpfe kaufen kann. Ansonsten bin ich ja ab morgen auch wieder in Piep und werde dann... dort nochmal gucken. Aber es wäre natürlich besser, wenn ich jetzt hier was finde. Jedenfalls, drehe ich dann einen Töpfe-Haul, wenn ich welche habe. Ich hätte echt Bock drauf, weil die waren echt günstig, aber vor allem auch einfach übelst schön und zwar in weiß.
Also, es gab Töpfe und auch die Pfanne oder die Pfannen, wovon ich mir halt eine geholt habe. Aber erster Punkt in Schwarz. Die ich mir geholt habe, war weiß. Vielleicht macht ihr es so, Ostdeutschland kriegt die weißen Pfannen und Töpfe und Westdeutschland die schwarzen. Ich habe keine Ahnung. Das wollte ich sagen. Allerdings habe ich auch gesehen, dass die Griffe der Töpfe unfassbar hässlich sind. Bei der Pfanne, der Stiel ist so schön, aber bei den Töpfen, das kannst du dir nicht angucken. Deswegen werde ich mir dann auch in Piep keine weißen Töpfe Pasta zu holen, sondern werden wir irgendwann mal Töpfe kaufen. Im Endeffekt, klar ist es schön, wenn alles zusammenpasst, aber ganz ehrlich, das ist jetzt nicht irgendwie, ich habe mir jetzt nicht ein Haus gebaut oder so, wo ich für immer bleiben werde, wo dann die Töpfe zur Einrichtung passen müssen und alle zusammenpassen und ich mir dann irgendwelche Zwillingtöpfe für 350.000 Euro kaufe. Also von daher, ganz entspannt, kaufe ich mir einfach IKEA-Töpfe, wenn ich dann eine Küche habe. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Genau. Ich habe mir allerdings, es war mir dann irgendwie zu blöd, also da ohne was rauszugehen aus dem Laden. Deswegen habe ich mir zum einen Trinken für die Fahrt morgen geholt, dass das gar nicht so dumm ist, sonst hätte ich halt einfach nur Leitungswasser mitnehmen müssen. Und für jetzt zum Mittag, weil, nee, da sind sie. Es ist schon so halbwegs Mittagszeit. Solche Mozzarella-Sticks habe ich noch nie probiert und ich habe das voll oft schon bei Leuten in der Insta-Story oder so gesehen und habe immer übelst Appetit drauf gehabt, aber wie gesagt, habe es selbst noch nie probiert, was sehr schade ist. Die werde ich jetzt machen. Genau, und dann habe ich einen Nagelschule-Termin, muss vorher noch Geld abheben und vor allem muss ich dann mir dort einen Parkplatz suchen, weil ich ja mit dem Auto fahre, weil ich dann von dort aus direkt Karl hole und deswegen muss ich echt dann viel eher los, weil es ist in der Innenstadt und dann frohe Weihnachten wegen Parken. Scheiße, ich habe auch gar kein Kleingeld, ne? Ich glaube, ich habe es voll verpeilt, euch mein Essen zu zeigen, oder? Ich habe eine Instagram-Story gemacht, die kann ich jetzt einblenden. Ich habe danach angefangen, Video zu schneiden und ein Video noch gedreht. Jetzt ist es 10 vor 1. Um 1 muss ich losfahren, muss nochmal zur Bank und dann halt noch mir. Also, ich krieg gerade. Seht ihr das? Ich habe einfach nur übelst die Gänsehaut. Und es hört nicht auf. Das hier ist übrigens ein Mückenstich. Und ich habe absolut nichts, kein Schminkzeug mit. Dementsprechend muss der jetzt da bleiben. Ich versuche einfach nur nicht zu kratzen. Es ist Mittagsruhe, wieso macht er da draußen Krach? Also ich hätte jetzt schon wieder fast verpeilt, weiter zu vloggen. Fängt schon gut an, die Woche. Ich war gerade beim Nagelstudio, hab dasselbe wie vorher. genau, war das letzte Mal hier und war ein bisschen traurig. Ich habe was sogar was Kleines bekommen. Und zwar hat sie mir hier eine kleine Tüte mit ein paar Pflegeprodukte, so Nagelöl, Handcreme und sowas zusammengepackt. Richtig süß. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Dann habe ich den Karl abgeholt, also ich bin direkt von dort aus da hingefahren und stehe jetzt mit dem Karl auf dem Parkplatz vor so einem krassen, riesigen Blumen- und Pflanzenfachgeschäft. Morgen ist nämlich Karls letzter Tag im Kindergarten und ich wollte noch so einen Blumentopf irgendwie holen, irgendwas oder so eine Schale für die Erzieherinnen zum Dankeschön, also als Dankeschön, nicht zum Dankeschön. Was ich dann morgen, wenn ich den Karl abhole, den dann gebe. Ja, war jetzt, wo ich so drüber nachgedacht habe, schon ein bisschen emotional so, weil der Kindergarten halt wirklich toll war und die Erzieherinnen waren toll und der Karl hat sich echt wohl gefühlt. Aber auf jeden Fall, ja. Er wird wieder, also, oder wir werden wieder einen ganz tollen neuen Kindergarten für ihn finden. Und deswegen, ja. Gehen wir jetzt erstmal rein, kaufen irgendwelche schönen Blumen und dann sehen wir uns wieder mit den Blumen. Ich muss dann noch überlegen, wo ich die hinpacke, weil ich halt echt hier vorne im Karls Fußraum steht in der Nähmaschine. Da ist jetzt nicht so viel Platz und hinten ist auch alles voll. Während mein Brot noch toastet, es ist irgendwie 17 Uhr oder so und ich habe übelst den Hunger gehabt, weil ich zum Mittag ja nur diese Stäbchen da, wie sagt man, Mozzarella-Sticks hatte, zeige ich euch jetzt mal die Blumen. Und zwar, ich habe die jetzt einfach hier so reingestellt. Ich habe eine Schale gekauft und zwei Blumen und werde da selbst einfach sowas draus machen, weil es zum einen billiger ist, zum anderen halt einfach cooler ist. Und genau, werde es dann so irgendwie da zusammenstellen, nachher gleich mal. Und
Ja, dann war es das eigentlich auch schon. Ich überlege, ob ich nachher nochmal fix zum DM fahre, noch eine Karte und ein bisschen Schleifenband hole, weil Schleifenband habe ich irgendwie alles schon mitgenommen. Also mit eingepackt, hier ist halt nichts mehr. Und eine Karte, wo ich dann noch irgendwie reinschreibe, dass wir uns bedanken. Ja, ich glaube, das mache ich. Marmelade. Also, wir waren einkaufen. Ich kann euch jetzt ein Bild einblenden. Philipp hat sich nämlich eine Waschmaschine gekauft und ich habe ihm halt angeboten, dass ich die mittragen kann. Boah, dieser Mückenstich, das sieht aus wie ein Pickel. Ich muss meine Hand hier drüber halten. Ich habe ihm halt angeboten, dass ich die mittragen kann. Dementsprechend haben wir das halt jetzt gemacht, wo ich halt gerade hier bin. Und wie gesagt, ich blende euch jetzt ein Bild ein. Und ja, ich bin jetzt gerade dabei, hier die Blumen hier einzutopfen. Also ich habe die hier schon jetzt eingetopft und bin jetzt gerade dabei, noch überall Schleifen ranzumachen. Und gekauft haben wir nur so Zeug für Salat. Also wir haben Salat zum Abendbrot gemacht. Und dann haben wir noch eine Postkarte gekauft. Also die Karte, die ich zu den Blumen dazu tue. Huch. Also die hier. Ich finde die übelst süß. Und in der Depotabteilung vom Marktkauf gab es reduziertes Geschenkpapier. Damit hat man mich also direkt. ja. Und dann haben wir noch, D-O-N-U-T-S, schreibt man so, oder? Richtig, ja? Gekauft, das kann ich jetzt nicht sagen, weil der Karl das sonst haben will, für nachher, wenn der Karl schläft, das ist unfassbar gemein. Ich hoffe, ich denke daran, ein Bild von zu machen, die sehen nämlich echt cool aus und sind ultra lecker. So, und das ist das Endergebnis. Ich habe jetzt auf jeder Seite zwei Schleifen gemacht mit dem gepunkteten Schleifenband. Finde ich voll schön. Das ist auch solches hier biologisch abbaubares, aus was auch immer. So, wir sind auf nächtlicher Mission. Wir brechen jetzt in ein Fahrzeug ein und klauen die dort fahrende Waschmaschine. Nein. Wir holen jetzt die Waschmaschine. Hallo, übrigens. Du bist nicht zu sehen. Das war die falsche Tür. Wir holen jetzt die Waschmaschine, die Philipp sich ausgesucht hat, die ich ihm ausgesucht habe. Also das ist fies hier. Und also die war wirklich leichter als die richtig andere. Aber die andere konnte auch trocknen. Ja. Das macht voll den Unterschied, merkt man. Aber war trotzdem anstrengend. Genau. Und das wird jetzt ein Unboxing einer Waschmaschine. Die ist wirklich schön. Also ich finde die wirklich schön. So, sie steht jetzt an ihrem Platz. Sieht echt schön aus. Es ist nach wie vor die teuerste und schönste Waschmaschine hier in diesem ganzen Waschkeller. Die hier links hat vielleicht auch noch ungefähr genauso viel gekostet, aber sieht trotzdem nicht so cool ist aus. Ist auch nur, trotzdem nur Linglung. Ja. Ist nichts Gescheites. Die hier, darüber möchte ich nicht sprechen, darüber auch nicht, da fehlt das Waschmittelfach. Zweite von links ist holländisch. Die hier ist rot. Die sieht man gar nicht, die da hinten ist schwarz, die sieht man noch weniger. So, ich weiß nicht, was ich jetzt letztes gefilmt habe, auf jeden Fall ist die Waschmaschine jetzt halt an. Und Philipp geht dann nochmal runter, kurz bevor die fertig ist, um zu hören, wie laut die schleudert. Somit sind wir am Ende des Videos angelangt. Wir sehen uns morgen im nächsten Vlog wieder. Mal sehen, was morgen passiert. Ich weiß, was morgen passiert. Ich fahre nach Piep. Und ach, das sagst du nicht. Nee. Dann verlinke ich das letzte Video unten drunter und bis zum nächsten Video.